Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae. Ja, ihr werdet euch vielleicht wundern, ich starte nicht dort, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, nämlich im Gletscher oben. Denn mir ist ein kleines Missgeschick passiert mit... Ich habe erst einen Part aufgenommen. Dachte ich zumindest. Ich habe dann gespeichert und es war nichts auf der Aufnahme drauf. Und dann habe ich mich noch versafe-stated. Das heißt, ich habe geguckt, ob ich nicht noch irgendwie einen aktuellen Safe-State habe, wo ich nochmal zurückgehen kann. Ich hatte einen, hatte ich aber noch 4 Herzen, war ein bisschen zurück. Und in meiner Geistesabwesenheit habe ich dann auf diesem Safe-State im Spiel noch gespeichert, sodass mein aktueller Spielstand überschrieben wurde. Also musste ich wieder bis hier hinspielen. Ich habe aber sonst nichts Neues gemacht. Ich habe eben die 2 Herzcontainer gesammelt, die mir noch gefehlt haben. Und ich habe jede Menge Geld gesammelt, wie man da unten vielleicht sehen kann. Ich habe jetzt 999 Juwelen. Mehr geht anscheinend nicht. Und wenn ihr mal in mein Menü guckt, habe ich mich so ein bisschen mit Items ausgestattet. Und ja, Depp vom Dienst, ich habe mir endlich mal Heiltränke geholt. Ich bin dem widerstanden. Also nein, ich bin dem nicht widerstanden. Ich habe, wie ist das Gegenwort dafür? Das Gegenteil. Keine Ahnung, jedenfalls kleiner Heiltrank, mittlerer Heiltrank, großer Heiltrank und so. Und halt noch ein paar andere Sachen, ein paar Float Muffins, die werden nützlich sein. Vanish Cream, ja gut, die Thunder Puffs werde ich nicht benutzen, aber Pikeboards und so. Mal schauen. Auf jeden Fall sind wir jetzt sehr gut ausgerüstet und ich nehme mal eben hier noch die Pikeboards. Und wir starten jetzt in Oasis Town. Das hat 2 Gründe. Zum ersten, beim letzten Mal standen wir sowieso auf dem Gletscher und wären da nicht weitergekommen, hätten uns wegteleportieren müssen, weil wir ja nicht zurück zum Dungeon gekommen sind. Da hätte ich mich eben auch nach Oasis Town teleportiert. Und außerdem habe ich dann in dem Part, den ich gespielt, aber nicht aufgenommen habe, den ich aufnehmen wollte, habe ich dann noch was auf dem Weg zwischen Oasis Town und Bandit Town gefunden. Das werden wir uns jetzt auch eben holen. Ja, und dann sage ich mal, ich mache mich auf den Weg durch die Reiche dieser Schattenviecher. Und ich verspreche euch, es wird jetzt ein bisschen besser laufen als vorher, denn ich habe auch mal so ein bisschen mehr gekämpft und ich komme jetzt besser damit klar. Also mal schauen. Hier müssen wir erstmal runter, denn ihr erinnert euch vielleicht, da war ein gewisser Abgrund und der Mr. Jack Smith hat auch gefragt, ob ich da nicht mit der Spinne langklettern könnte. Das ist nicht der Fall, aber es gibt eine andere Möglichkeit. Ich glaube, das hat mir auch irgendwer geschrieben, dass ich das mal ausprobieren soll. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wer. Ich glaube, warte, Mr. Jack Smith, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Na du, geh weg. Ich muss dich töten. Ja, so viel zu, ich bin besser geworden. Immerhin habe ich mich nicht treffen lassen. So, hier müssen wir nämlich rüber. Und dafür brauchen wir einen Float Muffin. Beziehungsweise 2, einen hin und einen zurück. Den aktiviere ich direkt mal schnell. Und dann kann ich hier schön rüberhüpfen. Ja, wunderbar. Das ist also kein Problem. Und dort erwartet uns ein neuer Herzhalter. Heartholder oder Herzteil oder wie man immer das auch bezeichnen soll. So, zurück geht es natürlich wieder auf die gleiche Art und Weise, aber ich warte erst, bis es vorbei ist. Und zwar jetzt, sonst falle ich mittendrin rein. Das wollen wir ja nicht. So, hüpf, 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 hüpf. Ich finde das irgendwie cool, dass man die Items braucht, um in die Gegenstände zu kommen. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich das Spiel gespielt, ohne mir irgendwann mal Items zu kaufen, weil ich mir gedacht hätte, ja, nö, wozu brauchst du die denn? Naja, die Float Muffins werde ich jetzt auch beibehalten, denn ich habe nämlich keine Lust, hier wieder reinzufallen. Und ich kann jetzt hier einfach drüber springen und falls ich mal runterfalle, dann werden mich die Float Muffins retten. Das hätte ich eigentlich schon viel früher machen sollen. Aber ich habe es halt nicht gemacht. Dafür bin ich jetzt schlauer und mache es einfach mal. So. Moment, ich gehe ein Stück zurück, sonst falle ich wieder runter. So wie beim letzten Mal, ja. Ich erinnere mich noch gut daran. So, Float Muffins wieder bitte. Ich habe deswegen auch genug eingekauft. Ich glaube, ich habe irgendwie 15 gehabt oder 16 oder so. Aber ich habe 3-mal welche gekauft. Ich glaube, insgesamt 60 Edelsteine habe ich dafür ausgegeben. Da komme ich nicht hoch. Na toll. Denn 5 Float Muffins kosten 20. Und jetzt habe ich halt auch genug Geld, um mir das Zeug aus dem Advanced Genie Haus zu holen. Das kenne ich jetzt natürlich schon, weil ich das in dem Part, den ich eigentlich aufnehmen wollte, auch schon geholt habe. Aber jetzt hole ich es halt nochmal neu. Oh Gott, da wollte ich... Nein! Ich bin so ein Vollidiot, ey. Ich bin so ein Vollidiot. Jetzt habe ich schon Float Muffins dabei und was mache ich? Das erste Mal, wo ich die nicht benutze, fliege ich direkt rein. Es ist so klar gewesen. Naja, was soll's. Ja, bringt mich doch alle um hier, ey. So, abwarten, bis es wieder weg ist. Sicher ist sicher. Dum-di-dum-di-dum. So, ja, 10 habe ich noch. Das reicht dicke. Ich glaube, ich brauche insgesamt 3, um hier durchzukommen.
Also, oh, so viel ist das nicht. Wunderbar ausgewichen. Dir auch. Oh, da brauche ich den Affen wieder. Dumm, dumm, dumm. Tanz, 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 Shantae. Und ja, die Sache aus dem Advanced Genie House ist wirklich eine Sache, die wir sehr gut gebrauchen können. Und ja, weil die nutze ich sehr gerne. Oh Gott, Moment. Ja gut, du fliegst dann da weg. Ich mag dich nicht, geh weg. Moment, so. Oh, ja, ist klar, genau. Direkt da, wo ich stehe, kommst du hoch. Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. So, hier müssen wir... Genau, hier müssen wir wieder mit dem Affen hoch. Und dann haben wir auch schon einen blöden Part geschafft. Den mit den Löchern und... Boah, ich müsste gleich mal so einen Heiltrank benutzen, glaube ich. Wäre nicht verkehrt, das mache ich mal eben. Habe ich bisher noch nicht benutzt, ich weiß nicht, wie das aussieht. Deswegen bin ich selbst gespannt. Und ich bin auch mal gespannt, wie viel der Kleine heilt. So, gib mal her. Okay, zwei Herzen... Nee, drei Herzen. Naja, das ist jetzt nicht so toll. Aber besser als gar nichts. Ich denke mal, der Große wird noch zu groß sein. Der Mittlere wird dann wahrscheinlich richtig sein. Mal schauen, wie viel der heilt. Ich bin gespannt. Da geht's doch bestimmt ins Wasser, oder? Nee, aber hier. Okay, dann machen wir noch einen Float-Muffin. Müssen wir den doch direkt mal aus... Da haben wir den doch. So. Oh, Twirin-Shantae. Wir wollen schließlich noch Bandit Town zurück. Vielleicht treffen wir zwischendurch auch auf... dieses Zombie-Dorf. Denn die bewegen sich ja immer in ihren Karren. Und beim letzten Mal ist es mir passiert, dass ich genau hier... Ja, schade, jetzt diesmal nicht. Aber dass sie sich halt genau hier zwischen diese beiden Gebiete gewechselt sind. Dass ich da auf einmal in der Zombie-Stadt war. Da habe ich mir auch gedacht, ja cool, was ist denn jetzt los? Du kriegst mich... Aua. Du kriegst mich doch, verdammt. Nimm das. Ja, fuchtel du dich rum. So, und das. Boah, da hält viel aus. Gut, weil es gerade Nacht, aber... Vier, jawohl. Vier dürfte er aushalten, mehr nicht. Ja, so langsam denke ich ein bisschen taktisch. Hättet ihr jetzt wahrscheinlich nicht erwartet, oder? Auch ich kann taktisch denken, ja. Man mag es zwar nicht für möglich halten, aber das geht. Ja, dich lasse ich einfach in Ruhe. Dich lasse ich auch einfach in Ruhe. Moment, da sind doch Stacheln. Na gut. Dann... bin ich halt gestorben. Ist mir jetzt egal. Ich möchte einfach nur in die Stadt. So, da fällst du bitte nicht runter. Aber na, besser von einem Vogel getroffen werden, als in die Stacheln fallen. So, und rüber da. Und hoch. Und hier auch nicht in die Stacheln. So, jetzt noch hier. Ey, was? Wieso bin ich jetzt da reingefallen? Och, Manno. Ich sehe schon, gleich darf ich wieder in Oasis Town anfangen. Ist das nervig. Die Stelle ist aber auch blöd, dass ich da an so ein kleines Stück dran springen muss und wenn nicht, einfach sterbe. Naja, kannst du nichts machen, ist halt so. Ich habe das ja auch schon mal geschafft, also es ist ja möglich. Ich habe Angst. Ich habe Angst, da abzuspringen, da wirklich ranzugehen. So, ah, geht doch, wunderbar. Dann haben wir es ja geschafft, wir können... Oh, na gut, fast. Wir haben es geschafft. Ab nach Bandit Town, juhu, erstmal Vorräte auffüllen. Denn hier gibt es, glaube ich, auch die Feuerbälle und davon hätte ich noch gerne ein paar. Wir haben ja genug Geld, ich werde erstmal das Advanced Genie Zeugs holen. Und zwar, das ist das eine Verwandlung, sowas, so viel verrate ich schon mal. Und da, Advanced Genies, gehen wir doch mal rein. Und dann schauen wir doch mal. Hallo, du Brillenschlange, was hast du denn für uns? Ich sehe, dass du ein sehr advanced, ein sehr fortgeschrittener Held bist. Also advanced, Wortspiel und so, ne? Möchtest du ein Geheimnis für 500 Edelsteine hören? Natürlich möchten wir dieses Geheimnis hören. Hier ist das Geheimnis. Runter, hoch, hoch. Benutze diesen Tanz, um die, to turn the tables. Um die Karten zu drehen. Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt gut übersetzt ins Deutsche. So, wir haben nämlich jetzt einen neuen Tanz, den haben wir vorher nicht gekonnt, selbst wenn ich wüsste, wie der geht, konnten wir den nicht einsetzen, zumindest habe ich da das nicht funktioniert. Und in was werden wir uns verwandeln? Ja, einen kleinen Piraten. Ach, er ist so cool. Vor allem, wenn er rennt, dann macht er einmal hier diesen, das ist ziemlich cool. Dann kann er angreifen mit seinem schönen Säbel und er hat alle Fähigkeiten von den drei Verwandlungen, die wir bisher haben. Das heißt, er kann rammen wie der Elefant, er kann Wände hochklettern wie der Affe. Und Wände hochklettern wie die Spinne. Also ist das schon mal ziemlich gut. Und das werden wir sehr, sehr gut, sehr oft nutzen, hoffentlich.
So, genau, ich muss nochmal in den Rusty Gullet, denn ich war auf diesem Safe jetzt noch nicht in Bandit Town. Auch wenn ich das im Video jetzt schon war, deswegen muss ich nochmal kurz mit der hier reden. Bla bla bla, ein Genie, bist du der Wächter? Ja, ja, bla 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 bla. Bring mich zum Dungeon, bla bla bla. Bla bla. Die Masken da im Hintergrund sind irgendwie komisch. Also ich weiß nicht, passt natürlich zur Atmosphäre des gesamten Etablissements hier, der gesamten Stadt, aber ich würde mir sowas nicht an die Wand hängen, glaube ich. Oder sind das Köpfe? Na, man weiß es nicht. Ich muss mal wieder hier die Pikeballs ausrüsten. Ich möchte ja nicht aus Versehen Floatmuffin aktivieren. Ja, die Pikeballs sind da wesentlich angenehmer zu benutzen. So. Badehaus, ja, im Moment. Erstmal speichern. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist der Speicherraum. Dann gehe ich mich nochmal umbringen, um wieder 4 Leben zu haben. Und dann, weil ich habe ja nur noch 1, das ist doof. Und dann rüste ich mich aus und mache mich auf den Weg zum Dungeon. Da bin ich nur einmal kurz reingegangen, habe mir den ersten Raum angeguckt, weil der Part dann sowieso zu Ende war. Und deswegen weiß ich noch nicht, was im Dungeon vor sich geht. Ihr dürft also genauso gespannt sein wie ich. Und ich habe mich da nicht gespoilert. Nur im ersten Raum, da war schon etwas sehr Interessantes. Das verrate ich jetzt noch nicht was, das werdet ihr ja gleich sowieso sehen. Aber es war auf jeden Fall so ein... Da habe ich mir gedacht, ja, was ist das denn jetzt? Was... Hä? Hä? Ist, glaube ich, der passende Ausdruck. So, Moment. Ich zeige euch einmal die anderen beiden Fähigkeiten von der neuen Verwandlung hier, dem schönen Piraten. Ah, wie er läuft, das ist so cool. Ah, Hilfe, Hilfe. Ja, der kann nämlich genau wie die Spinne an den Wänden im Hintergrund hochklettern, so. Und wie der Affe kann er auch an den Wänden hochklettern. Das heißt, im Grunde sind unsere anderen 3 Verwandlungen bis jetzt nutzlos dadurch geworden. Aber was soll's. Wenn ich lustig bin, dann benutze ich den Affen auch mal so, weil immerhin ist der Tanz dafür kürzer. Und wenn ich nur irgendwo hochklettern will, bringt mir das ja auch was. Weil der kann hier zwar so angreifen, aber der kann die anderen Fähigkeiten von Shantae nicht. Also zum Beispiel den Salto und so. Und die normale Attacke ist ziemlich schwach, deswegen überlege ich, ob ich nicht doch einfach mit Shantae normal rumlaufe und dann die normalen Verwandlungen benutze. Aber mal schauen. Weil irgendwie wäre das ja schade, wenn ich die jetzt habe und die nutzlos sind. Ja, bla bla bla. Mit meiner Magie beschleunige ich das mal eben so. Wunderbar, jetzt muss ich nur noch ins Badehaus und mir die Herzen wieder auffüllen und einkaufen. Und dann kann es auch schon endlich mal richtig losgehen hier. Dann machen wir auch endlich mal was Neues in diesem Part. Wobei, ja gut, für euch war das jetzt alles schon was Neues. Für mich nicht. Aber nun gut. So, jetzt hätte ich gerne noch ein paar Feuerbälle. Wir haben ja genug Geld. Das Einzige, was ich mir jetzt noch gerne kaufen würde irgendwann, wäre das letzte Upgrade für unsere Kleidung. Also damit auch die Angriffsmöglichkeiten. Und dafür brauche ich ja nochmal 900 Juwelen. Ich weiß nicht, ob ich das dann auch irgendwie offscreen hole oder ob ich das so mache. Mal schauen. What can I do for you? What shall we do with the drunken sailor? Wow, hier ist es aber wesentlich teurer. Also in Oasis Town kostet so ein Vial 3 nur 100, nicht 125. Und das hier kostet 50, nicht 55, das kostet 70. Interessant. Na gut, Greed Jars habe ich nicht. Nehme ich auch mit, einfach um zu sehen, wie sie aussehen. Damit ich ein volles Inventar habe. So, Flash. Die Flashbirds habe ich auch nicht mehr. Nehmen wir auch mit. Und dann nehmen wir uns mal... Ja, wie viele Feuerbälle nehmen wir uns denn? So 1, 2, also 20... 30, ja komm, machen wir mal 40. Das dürfte für den Anfang reichen, hoffe ich. Dann gucken wir uns mal an. Irgendwas fehlt uns doch noch, ne? Nein, wir haben alle Items, cool. Die Greedy Jars sehen irgendwie cool aus. Ja, mehr Items gibt's also nicht. Ich rüste einfach die Feuerbälle aus, denn dafür bin ich ja überhaupt in den Laden reingegangen. Und dann wollen wir uns mal aufmachen zum Dungeon. Bla bla. Nein, ich möchte nicht viel Cash machen. Wobei eigentlich schon, aber mit Greedy Jars irgendwie ist das bestimmt nicht so einfach, wie man denkt, weil die halten doch bestimmt nicht so lange. Aber egal, das werde ich gleich vielleicht mal ausprobieren im Dungeon. Jetzt möchte ich erstmal dahin kommen. So, komm, du stirbst jetzt hier. Ja, fuchtel du nur mit deinem Buttermesser darum. Ich bin trotzdem stärker als du. Seht ihr? Ich habe schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt, was das Kämpfen betrifft, ja. So, Affenverwandlung geht schneller. Mit Shantae kann. Wie gesagt, das meinte ich eben, dass ich mit Shantae wesentlich effektiver kämpfen kann als mit dem Piratending. Oh, das war knapp. Zu knapp, möchte ich fast meinen. Ach, da komme ich doch gar nicht mit Shantae hoch. Ach, ich bin so doof. Moment, dann nehme ich aber die Spinne. Ich glaube, das war runter A. Ja, wunderbar, es war runter A. Dann mal los hier, Frau Spinne.
Weg von den Vögeln, die können dich fressen, das ist nicht gut. Mit dem Affen kann ich da, mit dem Piraten kann ich da natürlich auch so schöne Sachen machen, wie von der Hintergrundwand an eine Seitenwand zu springen. Was ich halt mit der Spinne oder dem Affen allein nicht machen kann. Aber mal schauen, oh Gott, Hilfe. Ja gut, jetzt bist du getroffen, jetzt geh einfach hier durch. Schnell. Mein Gott, was für ein Stress. So, wir haben es ja fast geschafft. Wir müssen nur noch durch die Gletscherregion und dann sind wir schon da. Ach ja, ich kann mit der Spinne ja nicht rennen. Die brauche ich sowieso den Affen. Oh oh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ah. Aua. Stirb, du blöder Mistvogel. So, aua. Ich bin gerade in nicht so einer guten Position hier. Also die Stelle ist irgendwie doof. Gut, das ist besser. Von hier aus kann ich den schön aus der Ferne angreifen und fertig machen. So, jetzt nehme ich aber doch mal den Piraten. Denn dann habe ich es einfacher in der Gletscherregion. Weil ich da halt ein paar Mal an den Wänden und am Hintergrund hochklettern kann und muss und möchte und wie auch immer. Und das macht es mir einfach einfacher. Und ich meine, ihr wollt ihn bestimmt auch mal sehen jetzt hier. So, hopp und hopp. Und hüpp und höher und... Ach nee, da oben war nur... Ja genau, da sind Eiszapfen, da sterbe ich nur. Wäre unnötig. Hüpf. Die Werwölfe. Ja. Aber, oh, ich lasse mich mal wieder von allem treffen. Mein Gott. Was mache ich denn hier? So, hier können wir an der Wand klettern. Das ist halt schön, um den Gegnern auszuweichen. Wir müssen hier sowieso hoch. Deswegen ist das mal ganz in Ordnung. Ja, da können wir noch nicht... Also können wir zwar hoch, aber das bringt uns nichts. Da rutschen wir runter. Wir müssen ganz nach links. Nach links oben. Und irgendwo da geht's hoch. Irgendwo da, genau hier. Das müsste es auch gewesen sein. Hoffe ich. Und dann sind wir gleich am... Ja, da sind wir am Dungeon. So, und jetzt guckt mal zu, wie diese Genie hier... Ey, die ist größer als ich. Unfair. Wie sie den Tempel öffnet. Das ist nämlich ziemlich schön. Hallo. Wie sagtest du, es war dein Name? Guckt euch mal an, wie Chanta Eder so grinst. Mein Name? Wie kurz. Jetzt bleib dort einfach still sitzen, während ich mein Ding hier durchziehe. Und bam! Sie haut einmal mit ihrer Hüfte gegen die Säule und das Tor geht auf. Ich finde das so genial. Danke! Das war ja ein Stück Kuchen. Also so einfach wie ein Stück Kuchen zu essen. Bla bla bla. Ich gehe da mal besser rein, bevor ich hier zu Tode friere. Ah, das wollten wir nicht, ne? Alles klar, und rein da in den Dungeon. Ich bin schon sehr gespannt, was uns hier erwartet, denn die Dungeons waren bisher ja immer ziemlich klasse und interessant. So, und das, wo ich mir gedacht habe, was zur Hölle ist das, ist dieser Eisblock hier. Ja, wir haben ganz viele verschiedene Gegnerarten. Ich habe keine Ahnung, ob ich damit irgendwas machen kann. Bisher nicht. Zumindest ist mir nichts aufgefallen. Vielleicht kann ich den mit einem Feuerball schmelzen. Das probiere ich gleich mal aus. Nö. Bringt nichts. Na gut. Hätte ja sein können. Und es ist ein Eis-Dungeon. Also mal schauen. Irgendwas ist gerade... Achso, das Tor ist zugegangen da. Hä? Hä? Wie komme ich da durch? Naja, mal schauen. Das werden wir schon irgendwie herausfinden. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Und ich möchte erstmal das haben, was hier im Krug drin ist. Das war bestimmt... Ja gut, ein großes Herz. Das hat mir jetzt nichts gebracht. Wie komme ich da durch? Wie komme ich da durch? Also ich kann... Das ist kein Geheimgang. So, da geht's wieder raus. Ach ja, hier kann ich übrigens nicht mit der Spinne an der Wand krabbeln. Das habe ich auch ausprobiert. Das geht nicht. Das kann ich euch einmal demonstrieren. Ich verwandle mich mal eben. So, und ich kann jetzt zwar rumspringen, wie ich lustig bin, aber ich kann nicht da hochklettern. Bevor wieder irgendwer sagt, ja, mach doch das und das. Das geht nicht. Was kann ich hier machen? Damit. Irgendwas muss ich doch bestimmt mit dem Ding hier machen. Nein, nichts passiert. Ach, warte mal, vielleicht kann ich das mit dem Elefanten rammen. Moment, und damit zerstören, dass das Ding rauskommt. Und, nein, das war... Ich will nicht der Affe werden. Nein! Blöder Affe, geh weg. Und bestimmt kommt dann das Monster raus, was gerade angezeigt wird, wenn ich es ramme, oder? Hallo, verwandle dich. Moment, dann nehme ich stattdessen mal den Piraten. Der kann direkt noch angreifen. Ja, ich wusste es doch. Oh Gott. Aua, was? Mistvieh, stirb, stirb, stirb. Hey, das war einfach. Cool. Ja, wunderbar. Okay, dann haben wir das auch schon raus. Weiter geht. Oh, was seid ihr denn? Die erinnern mich an die Monster aus Commander Keen. Cool. Bloß halt in blau statt in grün. Zumindest aus dem Commander Keen, dem ersten.
Ich weiß nicht, wie der hieß. Die haben ja alle irgendwie verschiedene Namen. Ich weiß nur, Teil 4 ist Goodbye Galaxy und Teil 1 bis 3 sind, weiß ich nicht. Und dann gibt es ja noch 5 und 6 und gibt es auch 7? Ich weiß es nicht. So, mal schauen. Hoch oder da rechts? Ich gehe erstmal hoch. Kann ja nicht schaden. Hey, das ist noch so ein Eismonster. Was ist das? Okay, das ist, scheint nur Deko zu sein. Ein Pinguin! Ein Feuerpinguin! Was zum... Geh weg! Aua! Was macht der denn? Ich kann ihm gar nichts anhaben. Ist ja doof. Ich gehe erstmal unten lang. Ich habe keine Lust auf den Feuerpinguin. So, was haben wir denn hier? Ja, Vasen. Schön, Edelsteine. Kann ich gut gebrauchen. Okay, ich kann hier nicht weiter. Ich brauche einen Schlüssel. Ist natürlich doof. Rutsche ich hier runter? Ja, ich rutsche da runter. Na gut. Ich könnte auch an der Wand klettern, aber hier nicht. Ah, na schön, na schön, na schön. Aber ich finde schon irgendwie raus, wie es hier weitergeht. Ich springe einfach über den Vogel drüber, der soll mir jetzt egal sein. Boah, geh da hoch. Blöder Pirat. So. Oh, da ist noch mehr. Ja, ein Herz kann ich auch gebrauchen. Ein bisschen Geld. Immer her damit. Oh, oh. Das heißt nichts Gutes. Ach, das ist schon wieder so ein Ding. Ja, war klar. Schon wieder so eine komische Olle hier. Mit ihrer blöden Peitsche oder was das ist. Oder diesem... Keine Ahnung. Ist mir egal. Hauptsache, sie ist tot. Weiter geht's. Also ich finde die Verwandlung irgendwie cool. Ich finde das schön, dass man so einen Bonus kriegt, wenn man auf dem Game Boy Advance spielt. Ich finde es... Oh, oh, Warp Squid. Aua. Du. Stirb. Ich kann dem aber auch nichts antun. Das macht nichts. Also... Hä? Jetzt habe ich ihn doch besiegt. Na gut. Vergesst, was ich gesagt habe. Stacheln. Aua, was? Hilfe! Ich bin verwirrt. Ah, hier kann ich nicht hoch an der Wand, hinten. Kann ich auf die Kugeln draufgehen? Nein, aua. Boah. Oh, ich kann als der Typ auch nicht kriechen. Das ist natürlich doof. Da verwandle ich mich lieber in Shantae, weil dann kann ich hier reinkriechen. Kriech da rein, Shantae. Geh doch so. Dann kann ich mir nichts mehr anhaben. Haha. Bringt mir auch nichts. So, geh mal hier weiter. Ach, ich verwandle mich wieder in den Piraten. Das ist eigentlich angenehmer, weil ich dann überall hochklettern kann und mich nicht ständig verwandeln muss. Das ist halt der Vorteil. Ich muss nicht ständig zwischen den ganzen verschiedenen Verwandlungen hin und her wechseln. Oh, was ist das denn? Das sieht aus wie so ein Schiebepuzzle. Okay. Was soll das denn auch werden, wenn es fertig ist? Nee, das ist doch falsch. Das ist richtig, so. Aha, aber was soll das sein? Das sieht aus wie ein Tintenfisch irgendwie, mit so einem großen Auge. Sehr interessant. Na gut, wir können wieder zum Ausgang zurück. Da unten war ja das Schlüsselloch. Das Schloss. Wow. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon lang genug gespielt. Ich gehe mal wieder zurück in die Stadt. Weil ich darf ja leider nicht zum alten Mann, weil ich da nicht mehr hochkomme. Das ist total nervig. Ich habe direkt mal hier Exit Candies mitgenommen, weil die möchte ich auch mal ausprobieren. Und dann gucken wir mal, wie sieht das denn aus. Blitz und ich bin weg. Hui. Ja, ich habe ja leider nicht genug Warp Squids, um mir zur Bandit Town einen Teleport zu setzen. Schade leider, aber kannst du nichts machen, ne? Dumm. Ich verstehe nicht, warum die tagsüber verwandelt sind. Ich dachte eigentlich, dass sie sich nachts von Wölfen in diese komischen Viecher verwandeln müssen. Aber nun gut. Wow, das war knapp. Nun gut. Lassen wir das mal so einfach stehen. Ich meine, was für ein Recht habe ich, mich in die Lebensweise von Werwölfen einzumischen, ne? Oder Wehreisviechern, Wölfen. Ich weiß überhaupt nicht, was das überhaupt sein soll. Ah, das sind Stacheln. Aua. So. Nein. Das war nicht gut. Das war alles andere als gut. Das war sehr scheiße, um es mal fachmännisch auszudrücken. Ja, das ist ein fachmännischer Begriff. Glaubt ihr mir nicht? Das könnt ihr mir aber ruhig glauben. Das ist... Ja. Ich sag besser nichts mehr. Nein. Oh, ich bin so blöd, Leute. Ich bin so blöd. Jetzt falle ich da noch rein, obwohl ich direkt daneben stehe. Oh. Das kann nicht wahr sein. Ja, du mich auch. Blödes Federvieh. So. Komm. So, und jetzt nicht reinfallen, Shantae.
sondern verwandle dich lieber mal in so einen kleinen Piraten. Oder Vogelscheuche, ich habe die ja als Vogelscheuche bezeichnet. In dem, als sie da rauskamen, in dem, wow, was mache ich denn da? In dem Gebiet, in dem Scuttletown. Ja. Ja gut, so kann ich ja auch hoch. Warum habe ich nicht direkt die Spinne benutzt, um da hochzukommen? Ich bin irgendwie manchmal denke ich nicht so richtig nach, wenn ich was mache, glaube ich. Das merkt man wahrscheinlich auch. Aber nun gut, so spiele ich halt. Ja, als der Typ kann ich leider nicht da rein. Aber was soll's. Shanta ist sowieso viel attraktiver. Gucke ich mir lieber an als so einen kleinen, mickrigen Piraten. Rusty Gullet. Bla, bla, bla. Nein, nein. Toll. Während dem Gespräch gehe ich einfach mal in die Kneipe rein. Ich möchte dir nicht mit dir reden. Ich gehe jetzt einfach weg. Nein. Ich möchte nicht mit dir reden. Habe ich gerade eben schon gesagt. Ah, das ist halt doof. Draußen rennt man mit der B-Taste und hier drin geht man schneller mit der A-Taste. Das ist erstmal eine Umgewöhnung. Mit der B-Taste hat man halt auch Menschen an. So, hallo Shantae, würdest du gerne speichern? Natürlich würde ich gerne speichern, deswegen bin ich ja extra hier hingerannt. So, wunderbar. Ja gut, dann bin ich jetzt endlich wieder so weit, dass ich neu aufnehmen kann, dass ich weitermachen kann, weil das war erst ein gutes Stück Arbeit, erstmal wieder dahin zu spielen, wo ich vorher war. Aber nun gut. Ja, das Spiel macht Spaß. Ich freue mich auf den Dungeon und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.